Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es braut sich was zusammen. In der letzten Folge, da muss ich mal in die Richtung eigentlich aufbrechen. In der letzten Folge hat Ras uns erzählt, dass etwas sehr für ihn Perverses, Komisches passiert ist. Und zwar hat ihn ein Hund angesprochen. Ah, ich dachte, da wäre was zu lesen gewesen. Und den müssen wir jetzt finden. Hundi, wo bist du? Da unten. Ihr Das finden schon wir doch. wieder? Na gut, folgt mir. Wie ihr schon wieder? Ich denke, ich habe von dir eine Nachricht bekommen, hallo? Das heißt ja eigentlich merkwürdiger Hund. Wir wissen doch alle, wer es ist. Hört meine Worte, Brüder und Schwestern. Ihr blickt einander an und vermutet nichts Böses. Doch in jedem Herzen kann der schlimme Makel der Dädra. Wir haben die Ich bin verderbten es, Dunmeer und ihre Barbas. Wir pervertierte müssen reden. Tribunalsgläubigkeit Ja, willkommen ich bin hier geheißen. gerade ein bisschen abgelenkt Die gewesen. Es elende tut mir Brut leid. von Trinimak. Es tut mir Ach, leid. Nehmer. Ich höre die ja immer doch im Hintergrund. Das ist ja schlimm. Warum müssen wir uns hier treffen, Barbas? Wieler hat mir gesagt, dass ich den sterblichen Floh, der ihn immer wieder quält, suchen und eine Nachricht überbringen soll. Er tut sich sehr schwer mit den Namen von Sterblichen, aber ich musste gleich an euch denken. Erfreulich, dass meine Intuition so zutreffend wie eh und je ist. Oh ja, ich habe da eine Nachricht für euch. Was will Clavicus will? Mein Meister ist alles andere als erfreut darüber, wie Nocturnal behandelt hat. Er wollte doch derjenige sein, der die Triade als erstes verrät. Passt auf. Ich soll euch unbedingt ausrichten, dass er wegen dieser ganzen Sache mit Vivek nicht sauer ist. Zumindest jetzt nicht mehr. Warum will Clavicus will sprechen? Worüber will Clavicus will sprechen? Wahrscheinlich will er irgendeine Art von Handel mit euch abschließen. Das ist sein tägliches Geschäft, wisst ihr? Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, aber ich denke mir mal, dass ihr noch zorniger auf Nocturnal seid. Dafür, wie sie euren Freund hat zerplatzen lassen und sich das Herz des durchschaubaren Gesetzes genommen hat. Und wie spreche ich mit Clavicus will? Er meinte zu mir, ihr könntet ihn in den Höhlen ein kleines Stück nördlich der Stadt finden. Seid aber nett zu ihm, wenn ihr dort ankommt. Er ist immer noch ein bisschen verärgert darüber, wie die Triade auseinandergebrochen ist und so. Ich werde in die Höhlen gehen und mit Clavicus will sprechen. Mein Herr ist außer sich, seit Nocturnal ihn verraten hat. Deshalb halte ich mich lieber ein bisschen von ihm fern. Tut mir einen Gefallen und versucht ihn nicht noch wütender zu machen, wenn ihr mit ihm sprecht. Es wäre mir lieber, wenn euch nichts Unangenehmes ereilt. Oh, wartet, nein, wäre es mir nicht. Erzählt mir mehr über Clavicus will. Was? Ihr habt noch nie vom dädrischen Fürsten der Geschäfte gehört? Dem Herrscher über die Felder des Bedauerns und den Herrn der Tricksereien und Wünsche? Nun, sagt ihm das bloß nicht, er ist ohnehin schon aufgebracht genug. Er hatte so große Hoffnung, bis Nocturnal ihre Partnerschaft verraten hat. Helft mir auf die Sprünge. Wer seid ihr doch gleich? Ich bin Barbas. Ich sehe vielleicht aus wie jeder andere sprechende Hund, aber in Wahrheit bin ich ein sprechender Hund. Ich bin der treue Bluthund und Diener meines Herrn. Auch wenn ich meinem Fürsten manchmal auf die Nerven falle. Ich weiß gar nicht warum. Jedenfalls ist das hier nur eine meiner Lieblingsformen. Danke, Barbas. Komm mit, Basti. Wir müssen mal eben porten. Würde auch reiten, aber hier mit diesem engen Raum ist das vielleicht ein bisschen komisch. Gut, er hat gesagt, da oben. Ja, das ist eigentlich gehopst wie gesprungen, wie ich da jetzt runtergehe. Allerdings von hier aus sind die ganzen Felsen, da kommt man wahrscheinlich schlecht hin. Da ich den jetzt leider nicht frei habe, porte ich mal hier oben hin. Und dann gucke ich mal von hier, wie wir hier am besten hinkommen. Obwohl, das sieht gut aus. Da führt direkt ein Weg hin. Ich dachte jetzt eher, dass das ein Fluss... Na gut, ein Fluss wäre ja eingezeichnet gewesen. Oh. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Ja, es ist wirklich, Basti. Wir können natürlich nicht überall anhalten, aber... Moment. Darum... Aber es gibt Sachen wie zum Beispiel Ahnenseide, die muss ich auf alle Fälle mitnehmen. Und natürlich auch sonst ist das auf dem Account hier alles ein bisschen dürftig. Dementsprechend
muss ich auch ein paar andere Sachen mitnehmen. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Lass mal hier. Das ist quasi direkt in der Nähe von so einer Scherbe. Die Scherbe müsste, meine ich, jetzt hier im Wasser sein. Die können wir uns auch nochmal kurz holen. Ah ja, da hinten. So. Und er müsste höher, also dann wahrscheinlich... Oh, was haben wir denn hier? Akelei, sehr schön. Er müsste dann wahrscheinlich hier irgendwo auf dem Stück hoch sein. Oder ist der... Nee, hier drunter, ne? Ach nee, der hat ja gesagt, in der Höhle. Ja, ja, ja. Es ist einfach zu früh. Sieh an, ihr könnt ja Anweisungen befolgen. Mein Herr erwartet euch tiefer drin. Ja, wo tiefer drin, sagt er wahrscheinlich nicht, ne? Wäre auch schön, wenn er dann wenigstens die Gegner bis dahin schon mal alle erledigt hätte. Aber das hat er auch nicht gemacht. Och, da kommen schon wieder die Nächsten. Basti, kümmere dich mal drum, bitte. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mit jemandem sprechen. Oh, ist das dein Ernst? Die nerven mich doch jetzt wieder. Mann. Ja, im vollen Block natürlich dann direkt gestunt. So, der rennt zurück. Kann ich hier dann durch, wenn der wegrennt? Das ist immer so nervig, dass die einen hinterher rennen. Ist irgendwo hier links. Müsste eigentlich dann... Bitte, Herr! Gnade! Ich glaube, er ist wirklich noch sauer. Selbst im Tode dienen sie. Der Bluthund hat euch also gefunden. Gut, sprechen wir über einen Handel. Lasst euch von diesen zerfallenen Höhlen nicht beunruhigen. Ich musste meinen Ärger irgendwo ablassen und meine treuen Untergebenen waren gerade greifbar. Ihr wolltet mit mir sprechen? Ja, ja, dem ist so. Ich ging davon aus, Barbas hätte das klar gemacht. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit ebenso sehr, wie ich den Umstand hasse, dass ihr euch mir ständig entgegenstellt. Doch Nocturnal konnte sich eurer nicht entledigen, was für mich darauf hindeutet, dass ihr mir nützlich sein könntet. Wovon sprecht ihr? Wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel, ihr und ich. Eine gemeinsame Feindin. Nocturnal hat sich von unserer Allianz abgewandt. Sie hat die Triade verraten. Schlimmer noch, sie hat mich verraten. Wählt eure nächsten Worte mit Bedacht, bevor ihr antwortet. Ich kann euch Zugang zum Kristallturm verschaffen. Warum sollte ich irgendetwas glauben, was ihr sagt? Ihr habt meinen Grafen vom Hof des Aufruhrs getötet. Unsere zahme Seekrecke beseitigt. Ich hasse euch, aber ich respektiere euch auch. Und ich brauche eure Hilfe, um Rache an Nocturnal nehmen zu können. Also frage ich euch Folgendes. Wie könnt ihr mir nicht trauen? Ist der Feind meines Feindes nicht mein Freund? Dankeschön. In Ordnung, also sagt mir, wie ich in den Kristallturm gelangen kann. Und nur um mal eine kleine Anmerkung dazu noch zu machen. Nein, der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund, aber er ist kurzfristig mein Verbündeter. Die Treppe hoch findet ihr einen Schlüssel. Mit ihm kann eure Psychic-Freundin euch in mein Reich bringen, wo ich euch dann den Weg zum Kristallturm weisen kann. Aber das Reinkommen, dafür braucht ihr die entschlossenen Diamanten. Leider kann ich euch damit nicht helfen. Wie kann ich den Kristallturm erreichen, wenn ich durch euer Reich reise? Habt ihr denn gar nichts gelernt? Der Kristallturm existiert in allen Reichen. In meinem Reich gibt es jedoch kein Torhaus, das euch den Weg versperrt. Nur die eigentliche Verteidigung des Turms. Und dafür werdet ihr leider die Diamantschlüssel brauchen. Aber die Diamantschlüssel müssen eingestimmt werden und die Turmwächter sind tot. Ein Hindernis, aber keines, das ihr nicht überwinden könntet. Vielleicht wäre ein anderer Fürst ebenso bereit, wie ich euch dabei zu unterstützen. Ich überlasse die weiteren Einzelheiten allerdings euch. Vergesst nur nicht, dass ich euch diese Gunst hier gewährt habe, wenn ihr den Turm wiederherstellt und euer geliebtes Nirn rettet.
Und was erhaltet ihr im Gegenzug für diesen Gefallen? Ich bin mir sicher, dass sich zur rechten Zeit etwas Passendes von Wert ergeben wird. Ich verspreche, dass alles, was ich im Gegenzug einfordere, nicht übermäßig teuer sein wird. Also zumindest nicht mehr, als ihr euch leisten könnt. Darauf gebe ich euch mein Wort. Naja, mit meinem Leben zu bezahlen ist teuer. Aber streng genommen kann ich das ja auch mir leisten. Also von daher, naja. Es ist auch wirklich klar, dass... habe ich mich jetzt erschrocken? Es ist auch wirklich klar, dass er mich beim nächstbesten Gelegenheit wieder verraten wird. Ich meine, er ist immer ein Dädricher Fürst, aber ich muss doch in die andere Richtung. Basti, kümmere dich drum bitte. Es geht um alle. Oh, Leute, ist das nervig. Wofür habe ich einen Tank, wenn der Tank es noch nicht mal hinkriegt, sich um die zu kümmern? Jetzt steht er dumm neben mir, anstatt sich drum zu kümmern. Ist das dein Ernst? Der hat schon die Aggro und der zielt trotzdem auf mich. Hallo? Nein. Ach, Mann, ich habe E gedrückt. Hört ihr mich? Ich habe bestürzende Neuigkeiten. Das ist toll. Musst du dich da mitten in die Dedra stellen? Also toll. Der goldene Ritter hat die Sache selbst in die Hände genommen. Er hat Layton befreit und ist mit ihm nach Sommersend zurückgekehrt. Sehr schön. Warum sollte Darien Layton freilassen und mit ihm nach Sommersend reisen? Wer weiß, was all die Zeit in Meridias Reich mit Dariens Verstand angestellt hat. Er konnte die Insel nicht ohne Laytons Hilfe verlassen. Und Layton wiederum brauchte seine Hilfe, um die Schutzzauber zu umgehen, die ihm auferlegt wurden. Ich muss herausfinden, was sie vorhaben. Und ich würde einfach mal sagen, dass da Meridia dahinter steckt. Wo sind sie hin? Ich spüre, dass Darien in Sommersends nordwestlicher Region ist. Aber Laytons Magie verhindert, dass ich ihren genauen Ort ausfindig machen kann. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Es hat sich als schwieriger erwiesen, die Geheimnisse der entschlossenen Diamanten zu entwirren, als ich gedacht hatte. Und es gibt sonst niemanden. Ich werde nach Darien und Layton im nordwestlichen Sommersend suchen. Ich werde euch finden, sobald der Diamantschlüssel einsetzbar ist. Okay. So, dann würde ich sagen, ich porte mal kurz hier raus und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Ja, wir sind so gut wie da, aber wie ihr sehen könnt, mit kleineren Schwierigkeiten. Moment, doch tiefer. Ich suche hier nämlich gerade noch den Eingang. Beeilung, Layton. Ach da. Sie könnten uns jeden Moment finden. Hier stimmt etwas nicht. Ach ja? Warum überrascht mich das nicht? So, bevor ich mit ihm spreche, ganz kurz. Wir sind jetzt hier oben, also oberhalb von der Brutstätte der Königin von dem Boss. Darien. Nun seid mir nicht böse, aber es gibt eine wirklich gute Erklärung dafür, warum Layton und ich aus Arteum ausgebrochen sind und uns in dieses nette kleine Versteck zurückgezogen haben. Ich lausche, Darien. Die Vorsätze der Psijiker sind gut, aber uns läuft die Zeit davon. Nach dem, was wir am Torhaus gesehen haben, hat Nocturnal bereits die Kontrolle über den Kristallturm übernommen. Drastische Maßnahmen sind nötig. Und Layton hat eingewilligt, uns mit Mephala in Verbindung zu setzen. Ist das wirklich so eine gute Idee? Nicht ihr auch noch. Auf Arteum bekomme ich wirklich genug böse Blicke und Zweifel ab. Hört mal. Mephala wurde von Nocturnal verraten. Man kann daher davon ausgehen, dass sie uns helfen wollen wird. Und wir könnten ihre Macht wirklich brauchen, da ich immer noch keine Verbindung zu Meridia habe. Okay, dann hat Meridia anscheinend nichts damit zu tun. Aber genau meine Worte, die Verratenen, ne, müssen uns helfen. Ihr habt recht, eine Allianz mit den verratenen Fürsten einzugehen, dürfte jetzt wohl unsere beste Alternative sein. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Was Layton angeht, solltet ihr mit ihm sprechen. Er kann später noch für seine Verbrechen büßen. Gerade jetzt brauchen wir seine Hilfe. Sonst könnten wir alles verlieren. Oh, mit Layton habe ich keine Probleme. Ist zwar
scheinbar nicht auf der Seite des Guten, aber man merkt doch, dass das Gute ihn noch nicht verlassen hat. Wenn ihr mich nach Arteum zurückbringen wollt, werde ich mich nicht wehren. Aber zunächst muss ich wissen, ob der Rest von Mephalas Gefolge sicher ist. Ich will nur von ihrem Schicksal erfahren. Dann überlasse ich mich eurer Gnade. Darien meinte, dass ihr bereit wärt, eine Verbindung mit Mephala für uns herzustellen. Das bin ich. Aber ich bin überrascht, dass ihr dabei mitmachen wollt. Wenn wir hineingelangen und Mephalas Schrein erreichen können, kann ich versuchen, Kontakt zu meiner Fürstin herzustellen. Ihr glaubt jetzt also, dass Nocturnal eure Fürstin verraten hat? Nicht zwingend. Aber ihr glaubt offenkundig, dass das geschehen ist. Ich muss es jedoch mit eigenen Augen sehen. Jedenfalls kann es nicht schaden, sich Mephalas Schrein zu nähern. Ich mache mir nur etwas Sorgen, weil ich so lange brauchte, um diese Tür zu öffnen. Warum macht euch das Sorgen? Es hätte eine einfache Angelegenheit sein sollen, bei der ich mich identifiziere und die Tür entriegele. Aber die Zauber haben mir widerstanden. Als ob ich meinen Rang als Mephalas Graf verloren hätte. Oder als ob jemand oder etwas die Verteidigung dieses Ortes stört. Wie seid ihr von Arteum heruntergekommen? Ich habe Jahre auf dieser verdammenswerten Insel verbracht. Dachtet ihr wirklich, die Magie der Psijika könnte jemanden dort festhalten, der sich mit allen Eigenarten der Insel auskennt? Nach dem Tod des Ritenmeisters herrscht im gesamten Orden Chaos. Außer Wahl weiß niemand, dass ich verschwunden bin. Wie konnte Nocturnal ohne die entschlossenen Diamanten in den Kristallturm eindringen? Ich kann zugegebenermaßen nur raten. Aber ich schätze, dass jemand mit den Fähigkeiten einer dädrischen Fürstin im Besitz des Herzens des durchschaubaren Gesetzes genauso leicht in den Kristallturm spazieren könnte, wie ihr oder ich über die Schwelle eines Gasthauses. Will hat uns einen Weg angeboten, den Kristallturm zu erreichen. Kann Mephala uns beim Einsatz der entschlossenen Diamanten helfen? Meine Fürstin handelt mit Geheimnissen und obskurem Wissen. Wenn jemand die Schlüssel zum Kristallturm aktivieren kann, dann sie. Das war unser ursprünglicher Plan, bevor ihr eingegriffen habt. Sobald ich die Diamanten von den Sapyarchen erhalten hätte, hätte ich sie zu Mephala bringen sollen. Na gut. Dann? Wie konnte das passieren? Meine Leute sollten hinter diesen Mauern sicher sein. Nocturnal schaltet die Sekten der anderen Fürsten aus. Seid ihr überrascht, dass sie sich gegen ehemalige Verbündete wendet? Ich habe die meisten Leute selbst angeworben. Ich war für sie verantwortlich. Tja, was soll man dazu Geht sagen? Geht voran und findet den Schrein. Ich bleibe bei Layton, bis er weitergehen kann. Ist okay. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Deswegen wäre es, glaube ich, besser, wenn wir die ausschalten, wenn die uns über den Weg laufen. Oh. Du hast mich nicht gesehen. Ihr habt mich gesehen. Ich weiß. So. Es schmerzt mich, dass es so enden musste. Aber meine Herrin wird ihren Willen... Kommst du denn jetzt her? Schlechterin! Wie könnt ihr es wagen, so zu tun, als ob euch die Opfer am Herzen liegen? Alles, was ich tat, stand im Dienste von Nocturnals großem Plan. Layton, sie hat meinen Dämmerbrecher. Kann sie ihn bitte zurückgeben? Na, vielleicht fragt sie mal nett, vielleicht gibt sie ihn dann zurück. Ich habe Nocturnals Gräfin nie getraut. Eine Dunkelelfin im Hof des Aufruhrs? Sowas war bisher undenkbar. Ihre Dolche sind so gefährlich wie ihre Launen. Daher müssen wir hier mit Bedacht vorgehen. Und der Dämmerbrecher ist noch gefährlicher in ihrer Hand. Was schlagt ihr vor? Nocturnals Champion ist rücksichtslos und leicht zu verärgern. Das können wir ausnutzen. Vielleicht macht sie einen Fehler und offenbart, was hier vor sich geht. Es liegt ein Hauch von Magie in der Luft, bei dem es mir eiskalt den Rücken herunterläuft. Was meint ihr? Nocturnals Magie ist hier am Werk.
Seht ihr, wie die Jagra sich in Kreaturen aus Schatten verwandelt haben? Wir müssen Nocturne als Gräfin folgen, ihr nachsetzen, sie so wütend machen, dass sie uns alles verrät. Hoffentlich wird einer von uns lange genug leben, um dieses Wissen zu nutzen. Nun gut, versuchen wir es mal. Champion Nocturnals, was ist das für Magie? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das war immer der Plan. Nocturnals Plan. Also hat Nocturnal meine Herrin verraten. Eure Herrin ist schwach. Kommt mit mir und ich zeige euch, wie wahre Macht aussieht. Layton, nein! Wir können sie nicht davonkommen lassen! Oh, warum springt er jetzt darüber und wir müssen den langen Weg nehmen? Geht's noch? Na komm. Kümmer dich darum, Basti. Ich hab keine Zeit. Ich muss den langen Weg nehmen. Alter, was war das jetzt? Ah, ich weiß schon, warum ich gesagt habe, dass die ziemlich nervig sind. Aber was das jetzt gerade war, weiß ich jetzt wirklich nicht. Oh, geht mir doch nicht auf die Nerven. Diese Magie, sie zerstört alles. Was nützt denn Macht, wenn es nichts mehr zu beherrschen gibt? Genau das wollte der Hof die ganze Zeit. Ein Ende der alten Wege. Einen neuen Anfang. Der Tod Unschuldiger geht für mich zu weit. Lasst ihn los. Schweigt, Ritter. Oder ich lasse euch von der Klinge kosten, die ihr einst geführt habt. Ich möchte jetzt mit eurer Freundin sprechen. Seht nur, wie die Perlen vor dunkler Energie schimmern. Wunderschön, nicht wahr? Meine Herrin bietet eine kleine Gnade. Erlaubt ihr, ihr Werk zu vollenden, und sie gestaltet den Tod der Psychiker schnell und schmerzlos. Aber wenn ihr euch einmischt, so werdet ihr leiden, bevor ihr sterbt. Was macht ihr mit diesen Kluftperlen? Die Schmuckstücke der Seekrecken? Für meine Herrin war es ein leichtes, die Magie zu verändern. Ihre Fähigkeit zu nutzen, Lebensenergie zu entziehen und in den Kristallturm umzuleiten. Letztlich wird eure eigene Welt die Macht zur Verfügung stellen, die ihren Untergang besiegelt. Darum geht es? Nocturnal will Nirns zerstören? Nirns Zerstörung ist nicht das Ziel, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Der Kristallturm wird mit jedem Funken Energie, der durch Nirns Tod erzeugt wird, mächtiger. Und mit dieser Macht wird Nocturnal die Realität in eine perfekte Finsternis verwandeln. Warum dann der Verrat an den anderen Fürsten? Mephala und Clavicus Vile sind im Vergleich zu meiner Herrin Grünschnäbel. Nocturnal existierte, noch bevor man sich diese Realität auch nur vorgestellt hat. Und sie wird deren Zerstörung als Weg in die nächste nutzen. Das hier ist kein Ende, es ist ein Neubeginn. Ich werde einen Weg finden, euch aufzuhalten. Viel Glück damit. Jetzt aus dem Weg. Oder der Tod wird euer geringstes Problem darstellen. Nocturnal muss dafür bezahlen, dass sie meine Herrin verraten hat. Aber die Magie der Kluftperlen scheint mehr zu bewirken als nur das Absaugen von Lebenskraft. Sie stört meine Verbindung zu Mephala. Dieser Schrein mag versperrt sein. Doch ich kenne noch einen anderen Weg. Braucht ihr nicht den Schrein, um mit Mephala in Verbindung zu treten? Ein geweihter Schrein bietet einem dädrischen Fürsten zwar die beste Verbindung, doch es gibt andere Wege. In den hinteren Kammern habe ich eine Möglichkeit, ungestört mit meiner Fürstin zu kommunizieren. Ich sollte dort eine Verbindung herstellen können. Wird Nocturna als Gräfin versuchen, uns aufzuhalten? Sie ist weg. Ich kann ihre Anwesenheit nicht mehr spüren. Aber die Kluftperlen. Der Hof hat dabei geholfen, sie überall auf Sommers End einzupflanzen. Ich kann dem Psychikern sagen, wo sie zu finden sind, bevor Nocturnal sie alle aktivieren kann. Aber erst muss ich Kontakt zu Mephala aufnehmen. Gehen wir. Arien,
Geht in die andere Richtung und trefft uns in den Hinterzimmern. Wir sollten sicherstellen, dass Nocturne als Gräfin keine Überraschung für uns vorbereitet hat. Ich gehe. Aber wenn ihr uns verraten wollt, werdet ihr euch mir stellen müssen. Ach, Darien, du hast es immer noch nicht begriffen, oder? Kommt, lasst uns gehen. Oh ja, natürlich. Ich dachte, das wird jetzt ein Spaziergang, aber nein, die blöden Mistviecher sind hier natürlich auch wieder überall drin. Ja, wäre auch so einfach. Die scheiß Spinnen waren das? Die... Hallo, nimmst du das mal? Die sind so auf mich zugeprescht. Vernichtet diese Kreatur. Danach kontaktiere ich meine Fürstin. Okay. Mach mal. Da seid ihr ja. Dieser Ort. Bei Meridias Licht. Darien. Was ist das für ein Ding? Weniger quatschen, mehr kämpfen. Trefft mich draußen. Und wir nehmen Kontakt mit meiner Fürstin auf. Okay. Lass mich... Schade. Lass mich nichts mitnehmen. Da ist nichts drin. Okay, ich denke mal, hier wird nichts mehr kommen. Basti, wo sind die anderen? Ah. Befala, erscheint vor eurem treuen Diener. Ich folge dem Ruf meines Grafen, nur um ihn bei diesen Unwürdigen zu finden? Habt ihr mich verraten, Leighton? Niemals, meine Fürstin. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Bitte sprecht mit ihnen und hört sie an. Die Sterbliche, die sich mir entgegengestellt hat, will also mit mir sprechen? Wenn das, was ihr zu sagen habt, mich nicht interessiert, befehle ich Leighton, euch zu töten. Nocturnal bedroht uns alle. Ich bin an Handel mit Clavicus Will eingegangen. Jetzt muss ich mit euch verhandeln. Und was hat euch der feige Fürst der Geschäfte angeboten? War es etwas so Faszinierendes, dass ihr auch noch meinen Zorn riskieren wolltet? Sprecht, bevor meine Geduld erschöpft ist. Will hat mir die Durchreise zum Kristallturm durch sein Reich angeboten. Aber wir müssen uns die Diamantenschlüssel einstimmen. Ihr wollt also Nocturnal im Kristallturm herausfordern? Seit sie das Herz des durchschaubaren Gesetzes erhalten hat, fungiert der Turm als eine Erweiterung ihres eigenen Reichs. Es amüsiert mich, dass ihr ihre Pläne aufhalten wollt. Sie wird euch natürlich vernichten, aber ich bin nichtsdestoweniger amüsiert. Könnt ihr die Diamantenschlüssel dazu bringen, dass wir den Kristallturm betreten können? Wie verzweifelt ihr sein müsst, um mir genau die Relikte anzubieten, nach denen ich trachtete. Ich werde über eure Bitte nachdenken. Bevor ihr Viles Reich betretet, lasst meinen Grafen mich noch einmal kontaktieren. Entweder ich helfe euch dann, oder ich tue es nicht. Das ist allein meine Entscheidung. Wir werden wieder in Verbindung mit euch treten, sobald wir bereit sind. Das war's? Ein Vielleicht? Ich kehre mit Darien nach Atheum zurück und erzähle, was wir erfahren haben. Trefft uns dort. Machen wir. So, doch bevor wir... Oh, der Kristallturm sieht echt nicht gut aus. Bevor wir uns allerdings dann wiedersehen und auch nochmal mit Valsiren sprechen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.